So, und damit hallo und willkommen zu einem neuen kleinen Noob-Stream. Ja, wir sind mal wieder zurück und ich möchte jetzt ab heute mit euch so einen Daily-Livestream, sagen wir mal, etablieren. Heißt wirklich von Montag bis Freitag bekommt ihr jeden Tag eine Stunde schönes Live-Programm und ich wollte auch ein so ein Display-Projekt damit reinbringen. Also es werden auch noch andere Videos kommen, aber auch so ein kleines Display und dafür habe ich mir einfach mal Dirt 3 ausgesucht. Das gibt es ja mittlerweile auf der Xbox One, beziehungsweise kann man die 360-Version auf der Xbox One zocken und ich dachte mir, warum sollten wir es nicht einfach mal ausprobieren? Ich habe so ein bisschen Bock drauf, ihr hoffentlich doch auch und ja, erstmal willkommen. Nebenbei für alle Leute, die das nachträglich sehen, wie immer könnt ihr diese Streams natürlich on demand schauen. YouTube bietet da die geile Möglichkeit, dass wir die Videos nachträglich auf Video gucken können. Also wenn ihr den Stream nicht sehen könnt, seid ihr trotzdem mit am Stüssel, was ganz cool ist, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr cool. Genau. Und warum mache ich jetzt die Streams? Also es wird jeden Tag jetzt vor sich ein normales Video geben und ein Stream, das ist so das normale Programm, was ich gerne machen möchte. Das ist zumindest der Plan. Einfach einerseits, weil ich ein bisschen mehr mit euch interagieren kann und vielleicht um dieses finanzielle Problem, was YouTube hier aktuell so ein bisschen auf mich zuschiebt, ein wenig zu lösen. Denn ich mitbekomme, ich verkaufe gerade so gut wie alle meine Autos, weil Geld muss her. Weil YouTube im Moment echt sehr, sehr beschissen zahlt und das ist nicht so geil. Deswegen möchte ich so die Streams nutzen, wo man so ein bisschen interagieren kann und wenn euch das Ganze gefällt und euch ihr sagt, ja, möchte ich doch unterstützen, schaut entweder einfach zu oder ein kleines Trinkgeld. Das unterstützt auch immer ungemein und hilft schon ein bisschen diesen Kanal und das, was ich hier so durchziehe, am Leben zu halten, weil sonst kann ich mir bald was anderes suchen, was ein bisschen schade wäre, weil ich hier hart Bock drauf habe und mal gucken, auf jeden Fall, gut, wir machen, fangen wir heute an, wir fahren, wie gesagt, die Dirt-Schuhe, die Dirt 3 Hauptkarriere und das ist so der Plan, weil ich habe Bock drauf, Dirt 3 ist ein mega geiles Spiel, ist noch ein bisschen mehr Arcade-Racer als Dirt 4 schon, und finde ich auch immer noch geil. Bessere Präsentation immer noch Dirt 2, aber ich finde Dirt 3 immer noch ziemlich, ziemlich cool. Und es ist irgendwie noch ein bisschen mehr fancy als Dirt 4. Dirt 4 hat so sehr aufgeräumte klinische Menüs und Dirt 3 ist halt noch einfach so, ja, wir sind die Hipster vom MTV-Kanal, Viva lässt grüßen und sowas. Ich fand damals Game One den Test zu Dirt 3 sehr geil. Da haben sie ja auch so drauf rumgehackt, dass das Ding halt so total die hippen, coolen Floskeln benutzt hat. Ne? Muss man ja wirklich sagen, da haben die ja mit Worten um sich geworfen. Das war ja ein Träumchen. So, ich muss mal ganz kurz hier noch eine Sache aufmachen. Ihr seht gerade auch die Maus deswegen im Bild, nicht irritieren lassen. So, die seht ihr nur, weil ich auf einem anderen Monitor mein Capture-Programm laufen habe. So, ich würde sagen, ich drücke einfach mal auf die Dirt-Schuhe. Kam da ein Intro? Ich weiß nicht, wenn ein Intro kommt, dann halte ich jetzt mal kurz die Fresse und das läuft dann auf jeden Fall ab. Fantastisch. Du hast jetzt einen Vertrag über 4 Saisons. Hier ist ein Überblick, was dich erwartet. Wenn du die Saison auswählst, siehst du die momentan verfügbaren Rennen. Ah ne, es gab es ja noch nicht die Intro oder habe ich das vielleicht schon übersprungen? Kann sein, weil ich schon einen Account erstellt habe. Kann sein, dass er das schon hatte. Auf jeden Fall gibt es diese coole Hipster-Sprache jetzt. Oh Mann, ist das schön. Mann. Gut, darf ich 500 Euro senden? Also, theoretisch darfst du das schon, weil gerade jemand fragt. Ich fühle mich da nur ziemlich unwohl bei. Also, wenn ihr meint, was zu spenden, erstmal solltet ihr nicht finanziell im Arsch sein, das wäre ganz geil. Also bitte nur spenden, wenn ihr auch wirklich Geld habt und nicht, wenn ihr gerade Schüler seid und gerade von einem Taschengeld lebt. Das möchte ich nicht, auf keinen Fall. Und auch nicht zu große Summen, da fühle ich mich dann echt unwohl bei, glaube ich. Also das, letztendlich hängt es immer noch von euch ab. Ich kann euch da nichts vorschreiben, aber wie gesagt, Gut, wir fangen an in die erste Saison. Quatschen jetzt jedes Mal. Zum Auftakt der ersten Saison habe ich dich für die Alpine Stars Trophy angemeldet. Dort kannst du auf dich aufmerksam machen. Hat jemand gerade recht, das ist ein gutes Spiel von Verschwörungstheoretiker. Überall Dreiecke. Ja, da ist was dran. Deswegen ist halt wirklich, echt, das ist eigentlich das Illuminati-Spiel persönlich, muss ich sagen. Alter Walter. Das ist schon wirklich hart. Aber hey, und ein OPC-Spiel. Also, weil die haben ja auch überall aktuell Dreiecke. Muss man mal sagen. Kannst du vielleicht demnächst eine Stunde später streamen? Wäre cool. Das wird sowieso täglich nicht immer 14 Uhr sein. Ich werde den morgens aber planen, damit ihr immer wisst, wann der Stream am Tag kommt. Da könnt ihr das ja dann sehen auf YouTube, Gott sei Dank, weil man diese Planfunktion hat. Das hängt aber davon ab, was ich am Tag so geplant habe. Normalerweise versuche ich meinen Arbeitstag so zwischen 8 und 16 Uhr so aufzubauen. Ich nenne es jetzt mal Arbeitstag, dass ich so einen geregelten Arbeitsablauf habe, weil das ist relativ gut. Das kann ich euch jedem empfehlen, wenn irgendwann mal plant, selbstständig zu sein, versucht durch einen geregelten Tagesablauf hinzubekommen. Wenn ihr das nicht macht, dann gerät das Ganze nur noch ins Chaos. Glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Genau, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an mit der Alpenstar. Ich spreche jetzt. Und das ist Jack, dein Chefmechaniker. Hey, freut mich. Sag mir einfach, bei welchem Event du antreten willst und ich kümmere mich um den Rest. Ja, ich bin Jack und ich bin der volle Hipster, cool Typi, Döns. Ah, ich spreche mir also geil. So, was haben wir denn? Ich will direkt Rallycross fahren. Scheiße, ich fahre Rallycross. Das ist viel zu geil.
Auf kurzen Sprints führen die Strecken über verschiedene Beläge und garantieren spannende, aggressive Rennen. Die Autos sind schnell und wendig und entscheidend sind die Überholmanöver. Sei als Erster im Ziel und der Sieg gehört dir. Dirt 3 Multiplayer Rallycross ist eines der geilsten Sachen, die du machen kannst. Also wenn ihr richtig Bock habt, Multiplayer euch auf Fresszorn und Freundschaft zu zerstören, nehmt mich Mario Kart, nehmt Dirt 3 Rallycross. Asozial geil, richtig geil. So. Aufgrund deiner Fahrerbilanz sind zwei Teams an mich herangetreten. Beide sind okay, aber die Auswahl wird größer werden, wenn dein Ansehen steigt. Wenn du ein möglichst hohes Ansehen erreichen willst, hör einfach auf mich. Ich mach dich im Handumdrehen zu einer Sensation. Ist gut, Christian, danke. Wie wär's, wenn unser Fahrer jetzt sein Team wählt? Nebenbei gerade danke an die kleine Spieler von Magnum. Seit den guten alten GP Multiplayer-Zeiten mit Redcoin immer dabei. Wenn es dir bei dir knapp wird, stehe ich gerne zur Verfügung. Wenn du Hilfe brauchst in Bezug auf Steuern oder Ding brauchst, schreib mir. Erstmal danke für die kleine Spende und auch für die Nachricht. Freut mich sehr, sehr. Dankeschön. Steuern habe ich Gott sei Dank einen Steuerberater. Kostet auch ein bisschen Geld, aber es macht einiges einfacher. Aber da habe ich bereits den in der Hand. Derselbe, der es auch mal meinen Eltern macht. So, welche Autos haben wir zur Auswahl? Ach, krass. Warum haben wir denn so viele Angebote schon? Alter, warum habe ich denn so viele Angebote? Habe ich ja irgendwie immer noch was im Spielstand hintergrin oder ist das normal, dass man 10 Angebote hat? Guck das an hier. Ich kann ja gerade alles fahren. Ich glaube, man hat das immer noch im Spielstand, kann das rein? Ich glaube, die LPN im 5 Cap kostet nur 35 Euro, Mann. Ich bin mir jetzt gerade selber nicht ganz sicher. Also es kann sein, weil wir noch in, weil wir den Spielstand noch haben, ne? Dass das noch im Hintergrund ist. Ja gut, habe ich direkt alle frei, brauche ich keine Autos freistellen. Können wir direkt fahren, worauf wir mal Bock haben. Ist ja auch nicht verkehrt, aber anscheinend ist es wohl noch ein Spielstand im Hintergrund mit dabei. Was fahre ich denn jetzt? Ich glaube, wir fahren in den Monster Fiesta. Dann fahren wir in den Monster Fiesta. Super, die DC, nicht Monster, DC Shoes, sorry. Aber anscheinend ist wohl alles freigeschaltet wohl, glaube ich. Weil wir wohl irgendwo ein Spielstand haben. Weil normal dürften wir nicht so viele Autos zur Verfügung haben. Zumindest, wenn ich mich ganz falsch liege. Na gut, warte mal kurz, meine Streaming-Software ein bisschen hochziehen, mal gucken, was Willkommen wir dafür haben. Alles gut. Dieser Ort mag wie ein verlassenes Ödland aussehen, aber hier steigen einige der schwierigsten Rennen der Welt. Asphaltierte Straßen und Offroad-Bedingungen halten sich die Waage, also musst du flexibel sein, um hier zu bestehen. Mach dich auf eine harte Konkurrenz gefasst. 35 Euro, ganz schön heftig. Das ganz schön, ist eigentlich für eine Cap in Ordnung, weil insbesondere die Cap hat keinen Druck, die ist gestickt. Also so wie die New Era Caps und sowas, ist die Cap eben mit dem bestickt und kein Druck. Dadurch sieht das natürlich erstmal hochwertiger aus und ist auch hochwertiger, kostet dementsprechend immer ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir Schwierigkeitsgrad. Aber anscheinend hat er wohl echt noch ein paar Sachen übernommen. Schwierigkeitsgrad haben wir für... Er hat wirklich einiges übernommen, ja. Das hatte ich nämlich alles schon mal vorher eingestellt. Aus welchem Spielstand greift ihr das denn ab? Weil ich bin ja hier auf 0. Ja, ist egal, scheiß drauf, finde ich gut. Passt so, okay. Ich würde sagen, wir probieren mit dem Schwierigkeitsgrad einfach mal gucken, ob ich es mal bekomme. Okay, kostet 30 Euro die Cap. Dann nur 30 Euro. Sorry, okay, dann war es sogar zu viel angegeben. Steht. Komm einfach wieder, wenn du weitere Änderungen wünschst. Viel Glück im ersten Rennen. So, dann wollen wir mal. Jetzt mal kurz während des Rennens, achte ich mal kurz hier auf den Chat. Wollen wir mal. Boah, ewig nicht mehr gezockt jetzt, ey. Ich werde jetzt erstmal wieder reinkommen müssen. Oh Gott, ist das direkt. Oh Gott, ist das direkt. Boah, das ist ja widerlich direkt, wenn man dort 3 wird. Ich habe ja vorher dort 4 aufgenommen. Boah, ist das schlimm. Und mit dem Xbox-Controller ist das echt gerade ein bisschen sehr... Entweder fest 90 Grad oder lässt es. Aber das Schadensmodell ist hier viel, viel besser. Dort 3 hat ein viel besseres Schadensmodell als Judge 4, also im optischen Sinne, nicht im technischen... Alter, das ist doch viel zu direkt. Was ist denn mit der Lenkung los? Kann ich das auch irgendwie nochmal einstellen? Das ist ja der Wahnsinn. Kann ich nicht, ne? Also das ist geil. Ah, oh, das wird jetzt richtig Spaß. Kein Scheiß, ich lenke minimal ein und der One-Controller setzt da direkt 90 Grad Kurve draus. Ach du Kacke. Boah. Das ist... Okay, wenn wir mal ein bisschen reinkommen. Okay, wo ist zurückspulen? Da. Alter, ich komme gerade mit dem Handy nicht klar. Fällt sich das auf der One immer so scheiße? Ich habe es auf der One noch nie groß ausprobiert. Eieiei. Boah, ist das zickig. Ich mache ja nicht mal viel, ich lenke ja gerade mal ein Stück. Ich muss dann irgendwie einstellen können, das ist viel zu hart. Oh Gott, Gegner dreht sich weg. Das machen die bei Dirt 3 sehr, sehr gerne. Gegner drehen ist so das Hauptsache, die können. Ich muss viel feingefühliger mit dem Controller umgehen.
Wenn ich so lenke wie bei Dirt 4, schmeiße ich die Karre einfach nonstop 90 Grad Kurven über den Track. Hat dann zwar auch was, aber nicht wirklich irgendeinen Erfolg. So, komm, wir sind Platz 3 im ersten Rennen, wäre schon mal ganz geil. Und die KI ist schneller als bei Dirt 4. Das auch noch. Die KI ist hier, finde ich, nochmal einen Tacken besser als bei Dirt 4. Ja, komm, wir sind Podiumsplatz. Boah, ich muss halt mal ins Handling rankommen. Das ist ganz schön ruckelig. Alter Verwalter. Super Rennen. Du solltest die Highlights für deine Fans auf YouTube hochladen. Ja, wir laden die Highlights ja hoch. In den Stream laden wir die hoch. Einfach easy going. Okay, fährt sich immer so. Okay. Ja, findest du den neuen Gran Turismo Sport Trailer? Der Trailer von Gran Turismo Sport finde ich ganz gut, aber ich muss sagen, ich bin null auf Gran Turismo Sport gehypt. Ich weiß nicht warum, aber es hypt mich null. Also bisher hat mich nichts geflasht. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, aber... Aber gut, ich muss auch sagen, Forza 7 hypt mich auch nicht. Also Forza 7 hypt mich auch null. Die haben halt geile Grafik, das war es dann aber auch. Ne? Also... Es ist halt nichts, wo ich jetzt... Also, ich erwarte bei beiden, bei der Gran Turismo Sport weiß ich, dass ich nicht erwarten kann, eine Karriere. Aber in Forza 7 erwarte ich eine verfickt geile Karriere. Wenn das nicht der Fall ist, ist es für mich wieder ein Flop. Ich fand Forza 6 schon nicht gut. Also im Verhältnis. Sie machen zu wenig. Bei Gran Turismo Sport bin ich halt immer noch so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ich habe es ja gefahren auf mehreren Messen jetzt. Und die Hitbox von Autos gefällt mir überhaupt nicht. Weil du hast wie so eine Box ums Auto herum, die kollidiert. Und nicht der Wagen selber. Und das ist... Total beschissen. Weil, ja, ganz komisch. Also finde ich nicht gut, muss ich sagen. Da muss eine Hitbox irgendwie nochmal arbeiten. So, wir fahren jetzt. Rallycross haben wir theoretisch dritter Platz. Wir fahren jetzt mal eine Rallye in Finnland. Ist ein guter Einstieg. Die Rallye-Disziplin ist technisch anspruchsvoll und schnell. Die Fahrer starten zeitversetzt in kurzen Abständen. Du hast also immer Tuchfühlung zur Konkurrenz und kannst sie beobachten. Die Rennen führen in Etappen durch verschiedene Geländetypen und Landschaften, die höchste Anforderungen stellen. Vorausschauendes Fahren ist der Schlüssel zum Erfolg. Alle Etappenzeiten werden addiert, also zählt buchstäblich jede Sekunde. Sieger ist, wer die niedrigste Gesamtzeit hat. Forza ist besser, ins Kürtelrüstung, weil Forza ist besser. Ja gut, die Autoauswahl ist für ein Spiel schon wichtig, aber... ich würde behaupten, dass Forza Motorsport und jetzt auch Gran Turismo Sport jeweils in eine andere Richtung gehen. Das sind nicht mehr Konkurrenten an sich, würde ich behaupten. Also dafür hat Gran Turismo Sport eine viel zu andere Richtung jetzt eingeschlagen, als dass er aus meiner Sicht mit Forza Motorsport konkurriert. Was ich ganz gut finde, weil dadurch hast du zwei eigenständige Produkte, die sich nicht gegeneinander auf dem eigenen rumhacken. Finde ich an sich sehr gut. So, ich habe Bock, wir fahren Punto. Aber dann den hier. So. Hast du eine PS4? Ich habe PS4, Xbox One und PC, also ich zocke auf allen drei. Grüße aus Bad Ems, der Peter Griffin. Ich meinte auch gerade irgendwas mit Werkstatt einladen. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen gehabt oder nicht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Bad Ems ist ja echt um Ecke. Willkommen in Finnland. Dies ist schreibt mir, wenn mal, wenn irgendwas Wichtiges, wirklich was Ernstes ist, dann schreibt mir das bitte mal als Mail an lp05kontakt@gmail.com. Da übersehe ich das wenigstens auch nicht. Da lese ich Sachen. Die größten Rallye-Piloten unterwegs und die Etappen sind die schnellsten der Welt. So. Schlangenzeit von 1,33, so, ey, wenn das Handling immer noch so ist, Alter, dann, kannst du was zum Competitive-Aspekt von Need for Speed Payback sagen? Bisher doch gar nicht. Ich sehe Need for Speed aber auch keiner nicht als Competitive-Game, also da hat man, glaube ich, sollte man sich andere Spiele suchen, nicht Need for Speed. So, seit ewigem mal wieder Rallye, wie ich hier mit dem Handling klarkomme. Oh, okay, genauso gut wie mit den Rallycross-Boliden. Alter, ich hab, ey, also, ich tue mich ein bisschen schwer. Wir kommen noch rein. Muss ich jetzt mal kurz ein bisschen einzocken. Hör auf, so zickzack zu fahren. Also, dort vier Handling ist mit Controller schon deutlich optimiert worden. Der Rally war ja auch mit Controller, finde ich, nur schwer zu fahren. Einzige, was ich hier bei Dirt 3 natürlich geiler finde, andere KI fährt mit. Man fährt nicht alleine auf dem Rallye-Kurs, sondern die KI fährt mit. Was natürlich geil ist. Ah. Und hier leider nicht, bei Dirt 4 leider nicht mehr der Fall ist, was ich ein bisschen schade finde. Oh, schön konzentrieren hier. Oh, zu weit rechts. Alles gut. So. Hier dazu, Dirt 3 hat Dirt 4 auch oben Pfeilanzeigen, was der Co-Pilot sagt und keine Map mehr. Deswegen ist Dirt 3 natürlich in der Hinsicht ein bisschen einfacher. Mit Ansagen zu fahren ist was anderes als mit
in der Map zu fahren, ganz klar. Deswegen ist das hier ein bisschen einfacher, weil du oben genau nochmal checken kannst, was so als nächster Streckenablauf auf dich zukommt. Das hat Dirt 4 ja nicht. Finde ich bei Dirt 4 aber gar nicht mal so schlecht. Dirt 4 fährt sich trotzdem sehr angenehm, weil die Streckenansagen wirklich sehr, sehr genau sind. Und wenn du darauf hörst, du wirklich unglaublich Speed an den Tag legen kannst und erstmal Karren noch auf Seite gelegt. Check, sehr gut. Und nur zweiter. Bam. Sehr schön. Bam. Ah, gut, egal. Etappe 1 und 2, wir können noch aufholen, das sind 0,3 Sekunden. Die kriegen wir noch hin. Aber ihr seht, ich habe hier Konkurrenz. Bei Dirt 4 habe ich keine Konkurrenz. Das gefällt mir, bei Dirt 4 gefällt mir das echt nicht. So, da haben wir direkt mal einen, der gesperrt werden möchte. Sperren. Hallo? Sehr schön. So, einer weniger. Möchte noch wer? Ah, sehr gut. Ich finde es immer geil, wenn Leute in den Chat kommen und einfach Leute rumbeleidigen. Also, man muss ja echt schon wenig Zeit. Also, entweder hat man sehr wenig Freunde und aus dem Grund sehr viel Zeit und weiß einfach nicht, womit man sie sinnvoll bringen soll. Ah, mein Gott, Leute. Ich finde es immer geil. So. Guck mal, 0,3 Sekunden müssen wir aufholen. Heißt, wir müssen jetzt hier schon gut pesen. Starten wir diesmal auch als letzter, was ganz gut ist, weil... Oh, 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 okay, zu viel, okay, zu viel. Starten als letzter, was gut ist, dass ich das mir direkt... genau auf die Geschäftsmail, Peter Griffin. Das ist komisch, wenn ich dich so anspreche, aber... Oh Gott, ich krieg Kopfhähnchen. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Weil da kann ich mich besser orientieren, ob ich schnell bin oder wieder auf Fresse kriege. Neustart tun wir die Events nicht, wir spulen maximal zurück, okay. Das ist schon mal kein guter Einstand. Warum ist die KI in Dirt 4 nicht mehr so? Keine Scheiße, ist hier viel herausfordernder. Das kann natürlich mit am Spielmodi liegen, weil ich auf Gamer spiele, aber ich mag das Handling mit Gamer mehr und möchte so oft zocken. Und trotzdem eine Herausforderung. Und ich spiele ja schon auf dem mehr so Schwierigkeitsgrad und dass ich dann nicht aufs Maul bekomme, ist echt ein Wunder. Weil ich bin ja hier auf dem Vorletzten, also hier könnte ich noch mehr aufs Maul bekommen. Das war geplant, alles gut. Stuntfahrer, professioneller, offiziell, ja. Ich sollte vielleicht auch nicht so viel zu cutten, ey. Dann können wir hier die scheiß Schotterkanten. Ja, sehr gut. Jetzt einfach nur noch kontrolliert nach Hause bringen, das Ding. Ich glaube, wir haben guten Lauf. Also die letzten Sektoren waren jetzt nicht verkehrt. Jetzt muss man sich hier nicht um den Schaden am Auto kümmern, das ist ganz geil. Und bam! Sehr, sehr schön. Jetzt mal gucken, wie weit wir Vorsprung haben. Ah, das sollte ein Gemeinsamtsieg sein. Yes! Damn! Im ersten Rallye-Event auf dem Podium. Ich nenne das ein Meisterschuss. Ich weiß, Dankeschön. Ich immer bitte mit Lob überschütten, dadurch werde ich gar nicht selbstgefällig. So. Bam. Ja, aber bei Platz 10 passiert da im Moment nicht so viel, aber kommt noch. Nur noch ein Rennen vor dem Finale. Sieht wirklich gut aus für dich. Hol sie dir. Heiz ihnen ein. Jo, nochmal ready. Genial. Ab geht's. Zwei Etappen wieder. Bock drauf. Weiter geht's. Was machen wir hier alles? Ist schön, dass man so viele Packs kaufen muss. Ist ja gar nicht geil. Fahren wir Kadett, ne? Fahren wir Kadett. Opel Kadett. Ist hier ein Kadett? Das ist ein Kadett. Fahren wir Kadett. So. Ich brauche wieder Trackmania-LPs von dir. Ja, ich würde ja auch gerne mal wieder... Ich muss mal gucken. Trackmania 2 weiß ich... Trackmania Turbo weiß ich nicht, ob ich es nochmal wieder zocke, weil... Ja, die alten Trackmania haben irgendwie noch mehr Hype. Ich denke mal, ich werde die alten Trackmania mal wieder ausgraben. Also da gibt es noch ein paar geile. Für dieses Event gibt's nur ein Da gibt es noch ein paar geile. Da draußen in den Ebenen erwarten dich mörderische Temperaturen und die Ich würde sie gerne spenden, bin aber erst 15 und habe kein Konto. Das sind ja die Gruppe, wo ich sage, bitte nicht spenden. Wie gesagt, wenn ihr kein Konto habt, wenn ihr kein Geld habt, wenn ihr zu jung seid, behaltet euer Geld, das könnt ihr besser gebrauchen. Als ein YouTuber, der gerade so ein bisschen wegen YouTube an Probleme schiebt. Also von daher, wie gesagt, das nehme ich euch gar nicht übel, keine Sorge, einfach zuschauen sowas, ist auch schon cool. Ich habe auch mit Leuten gesehen, man kann die Werbeanzeigen bei Stream schalten, das habe ich doch gar nicht mitbekommen. Das heißt, im Stream einfach, wenn ich kurz mal eine Pause mache, kann ich eine Werbeanzeige laufen lassen. Was ganz cool ist. Werde ich, denke ich, mal auch in diesem Stundenstream einmal in der Mitte machen. So eine halbe Stunde wird es einmal kurz Werbung geben.
wo ich dann auch mal kurz was trinke, weil ist sicher bei euch auch total kühl wie bei uns. Ich habe hier nebenbei den Ventilator und ich hoffe einfach, den hört man nicht, aber ich glaube nicht, weil ich sonst hier einfach verrecken wäre. Weil mein PC hier unter... Ach, Alter, die gehen manchmal mit dem Arsch weg, dass ich keine Ahnung habe, wie ich dagegen denken soll. Das kommt einfach so abrupt, dass ich nicht mal Feedback bekomme. Ja, mein PC steht am Dach. Und da gehe ich ein bisschen ein. So, und nebenbei, wie gesagt, bei Rennen gehe ich ein bisschen weniger auf den Chat ein, weil ich muss mich konzentrieren. Das ist immer noch so geil. Einzig, was mit Dirt 3 hat, nicht, was mir einzig stört, ist halt dieser ultra komische Farbfilter, den die da drauf geballt haben. Ist alles so gelblich und wirkt so ein bisschen, als wären wir gerade in einem Sepia-Oldschool-Film. Aber wirkt irgendwie nicht schön. Das könnte man hübscher lösen. Ja, dadurch wirkt es, denke ich mal, so ein bisschen zeitlos, was die Grafik angeht. Das ist dasselbe bei Dirt 2 und Dirt 1 ja auch so. Die sehen ja auch immer noch sehr, sehr gut aus. Da kam schon wieder den Dachsen mehr als ich wollte. Ich glaube, wir haben keinen zu schlechten Run. Dann hoffe ich mal. Also, das ist so mein Gefühl. Also, zweiter Minimum. War ja kein wirklicher Sprung, aber hey. So, jetzt sind wir gleich schon im Ziel. Mal gucken, was es für ein Platz wird. War aber kein schlechter Lauf. Erster Platz, sehr schön. War kein schlechter Lauf. So. Weißt du den genauen Release-Datum von Breakfast für die Konsolenvariante? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau das Release-Datum von Breakfast für den PC. Da ist ja immer noch nichts bekannt. Also, ja, da würde ich ein bisschen abwarten. Das dauert wohl noch, leider. Underground 2 geht auch bald wieder weiter, keine Sorge, Leute. GTA 5 Camus muss ich gucken, insbesondere da muss ich jetzt mal ein bisschen Auge drauf haben, wie Codemaster da reagiert auf Videos, wenn man Mod-Videos macht, weil Codemaster da ja gegen die Mods vorgeht und da möchte ich halt keine Probleme bekommen. Deswegen muss ich da erstmal kurz ein bisschen die Situation und auch die Lage im Moment mal ein bisschen im Auge behalten. Und hier, indem wie Codemaster auf Videos dazu reagiert, machen wir mal da weiter oder auch nicht. Das ist halt die Sache. Schauen wir mal. So, zweite Etappe. Aktuell sehr guten Vorsprung. Sind gut durchgekommen durch den ersten Lauf. Wir starten nicht als letzter. Das Ausbruchfeuer ist halt schon geil, ne? Das schießt schon ein bisschen der Kadett. Schießt immer so zweimal, ne? Beim Gangwechsel. Bum, bum. Kommen halt wirklich so zwei Schüsse hinten raus. Finde ich ganz geil. Wir holen sogar gerade deutlich auf hier auf dem Vordermann hier. Der ist ein bisschen langsam unterwegs. Hat sich auch mal wunderschön verabschiedet da. Ja, okay. Ja, man sollte den Arm nicht vor dem Tag loben. Ich auch mal wunderschön den Busch mitgenommen und dann auch mal den nächsten Felsen liebevoll umarmt. Nein, nein, nein. Au. Fuck. Au, au. So. Ich weiß noch, bei Dirt 2, es ist Dirt 3, es ist Böses im Busch. Das ist ein Dirt-Problem. Man hat immer Böses im Busch. Bei Dirt 4 ist es genauso. Das ist ein SpongeBob-Spiel. Uah. Ich weiß, was ich tue. Also ich weiß schon, was ich tue. Es sieht eher unkontrolliert aus, aber es passiert halt immer per Zufall genau das, was ich eigentlich wollte. Für die ausgefallen sind, 2 Euro sind schon draußen. Ist nicht gut. Dann kommst du hier rüber, sehr gut. Da steht ein Land für Stratos. Das sollte eigentlich ein Sieg bei der Etappe sein, die lief wirklich reibungslos. Sehr schön. So, wer ist denn der Macher von Codemasters? Genau, richtig. Der Macher ist Codemasters.
die Erfinder der des Zurückspulens. Muss man wirklich sagen, seit Quid 1 hat es, glaube ich, eingeführt. Seit Quid 1 gibt es Zurückspulen in Rennspielen und Codemasters hat das mit erfunden. Also die waren die Ersten, die es eingeführt haben. Müssen wir den Corsa wirklich Tuning-Treffen fahren? Oder Tuning-Messen? Ich weiß halt noch gar nicht, wie gesagt, im Moment möchte ich meinen Fuhrpark eigentlich verringern, beziehungsweise im Moment, bis auf den Golf 2 sogar, erstmal alle Autos verkaufen. Komplett und dann nochmal so neu strukturieren, muss ich sagen. Also, du bist fürs Finale qualifiziert und hast das Podium gerockt. Niemand kann dich stoppen. Sehr gut. DC hat eine Überraschung für dich. Deinen ganz persönlichen. Hey, versau doch nicht die Überraschung, Christian. Danke, Jack. Fahr einfach auf diesem Niveau weiter. Dann siehst du schon, was es ist. Ja, ich hab es jetzt gesehen. Warte. Ich wollte grundsätzlich Fuhrpark erstmal vielleicht verkleinern. Ich weiß nicht, ob der Corsa bleibt. Ich hätte ihn schon gerne behalten. Ich muss aber mal gucken. Weil ich dann doch lieber auf ein zuverlässiges Auto wechseln möchte. Also der Corsa ist zuverlässig as fuck, aber ich habe dann, wie gesagt, wenn ich alle weg habe, kann ich noch ein bisschen mal gucken, weil dann habe ich auch wieder ein bisschen ein paar finanzielle Rücklagen, weil wie gesagt, die brauche ich im Moment. Wenn YouTube wenig zahlt, muss ich halt selber so ein bisschen Cash auf dem Konto haben, um so rumzukommen, um mich erstmal einen Fick drauf zu geben, wenn YouTube mal ein bisschen wenig auszahlt. Ja, deswegen mal schauen. Also theoretisch, wenn irgendwer Interesse an einem meiner Autos hat, kann der sich gerne über meine Mail melden, dann können wir gerne drüber schreiben, über Daten, Preis, was ich mir vorgestellt habe und sowas. Also wenn da irgendwo Interesse besteht, einfach gerne melden. So, der Nico hat mir nämlich kleine Spiele gemacht. Nebenbei, fettes Danke, Nico. Ich hoffe, damit ist dein nächster Kaffee gesichert. Mit dem kann ich mir das Starbucks-Kaffee holen. Nein, mit 4,20, dankeschön. Da kann ich mir auf jeden Fall schön Kaffee gönnen. Danke, danke. Heißt es, du gegen den anderen Fahrer. Aufgrund der ausgeklügelten Strecken mit Kreuzungen passiert ihr die verschiedenen Abschnitte zu unterschiedlichen Zeiten. Dies ist ein reines Publikumsevent, also achte vor allem auf die weiten Sprünge, mit denen du die Menge richtig begeistern kannst. Du musst mehrere K.O.-Runden überstehen, um im Finale der Sieger zu sein. Richtig geile Sache bei Dirt 3, die Head-to-Head, die hätte ich auch gerne bei Dirt 4 wieder gesehen. Die machen nämlich richtig, richtig hart Bock. Komm, fahren wir jetzt mal Peugeot in die Runde. Die machen nämlich richtig, richtig hart Bock, also die sind echt cool gemacht. Auch von den Streckenlayouts und von der Aufmachung wirkt das schon echt fett, muss ich sagen. So. Okay, es geht los. Konzentrier dich, lies die Strecke, den Rest erledigt dein Instinkt. So. Guck mal, kommen Überschläge ins Dreher, ins Ziel. Halbfinale erstmal. Mal durchkommen hier, aber das kriegen wir wohl hin. Im Moment kann man wirklich nur mit PayPal spenden. Ich bin gerade bei anderen Spendenseiten am Durchschauen, die es auch möglich gibt, oder Donation-Seiten, so nenne ich das lieber, oder Trinkgeld-Seiten. Ja, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, da muss ich mich aber ein bisschen umstrukturieren. Kann sein, dass sich mit den kommenden Streams eine Möglichkeit ändern wird. So, nebenbei, wer jetzt was im Chat schreibt, lese ich da nicht. Viel zu schnell, scheiße, weil ich gerade, jetzt habe ich gerade doch mal auf Check geguckt, Idiot. Ich würde sagen, nee, ich bin da gerade mal am gucken, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Da gibt es theoretisch auch Paysafe-Karten und so ein Shit. Das geht theoretisch alles. Das bietet nicht jede Seite an. Deswegen muss man da mal schauen. Und das war's. Gut, da starten wir mal neu. Der Lauf war echt kacke. Der Lauf war richtig scheiße. So, nochmal mit Konzentration und ohne auf den Chat zu achten. Ganz ruhig, kriegen wir hin. Wieder zu schnell, Alter. Ich schätze die Kurve echt falsch ein. Ich dachte, ich komme schneller rum. Aber ihr seht schon, Schadensmodell wirkt auf jeden Fall ein bisschen geiler, finde ich noch, als bei Dirt 4. Ist ein bisschen krasser, detaillierter. Finde ich hübsch so. Das wird eng, das wird sau eng mit dem. Das gewinnt da. Scheiße, das gibt's ja gar nicht, Alter. Komm. Puh. Ach, nee, keine großen Fehler leisten. Der Kollege gibt auf jeden Fall Zunder. Oh, komm schon, wir sind ja gerade im Halbfinale, ey. Wir werden hier nur schneller, die Jungs. Ja, das hat schon mal weniger Zeit gekostet, sehr gut. Rechts 4 plus 2 Ausgang. Links 3 macht 2 bis 2.
Das wird wieder eng. Das gewinnt er wieder. Ich habe keine Chance, Alter. Der macht platt. Scheiß drauf. Gut, lassen wir das. Also zwei Runden. Scheiße, stimmt ja. Ich habe ja ganz... Ah, ich Idiot. Oh Gott. So, kurz Pause. Und mal kurz dem Typen hier mal... Oh, Alter. Ah, wir fahren hier nochmal bis zum Startziel. Das ist ja noch nicht mal zu Ende gewesen. Ich Depp. Ah, Gott, dumm. So. Im Moment führe ich ja sogar. Ah, war das dumm. Auf der Seite ist man nämlich schneller sowieso. Ja, wenn man halt mal wieder den Kopf nicht dabei hat. Und vergessen hat, wie Head-to-Head funktioniert. Ganz dumm. So. 60. Viel zu weit und brutal in die Mauer. Nice. Ich habe echt noch so ein bisschen meine Einstellungsprobleme. Bei Dirt 4 kriegt es im Moment besser hin. Ja, sogar locker flockig, Alter. Ah, oh, ich bin so ein Idiot. Boah, war das dumm. Wie lange geht das Stream? Ungefähr bis 15 Uhr. Halbe Stunde, ich habe gemeint, eine Stunde ungefähr geht jeder Stream. So ist zumindest ungefähr der Plan. Das war so die Idee, die wir hatten. Oder die ich habe, muss ich sagen. Und bevor wir jetzt ins Finale gehen, würde ich sagen, gibt es jetzt eine kleine Werbeunterbrechung bei YouTube, bietet die Möglichkeit an, was ich ganz cool finde. Und dann werden wir uns dann gleich wiedersehen und ich weiß gar nicht, wie lange es geht. Ich habe keine Ahnung und so lange werde ich mal kurz was trinken. Und genau. So, genau, erstmal was trinken, ja, das ist nur Wasser, für Alkohol habe ich gar kein Geld, fahren wir jetzt weiter, genau, coole Möglichkeit, dass YouTube das anbietet, ich hatte Twitch auch, YouTube hat das am Anfang noch nicht mit der Werbungssache, ja, stand auch gerade bei mir oben drin, es wird nicht jedem Werbung angezeigt, das sowieso, und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr Adblock oder sowas deaktiviert, das deaktiviert natürlich auch die Werbung hier im Stream. So, also wie gesagt, Werbung kommt nicht bei jedem. Das ist immer wie bei Videos und Zufallsprinzip, das ist auch im Stream so. Ist natürlich ein bisschen schade, weil bei Twitch kommt dann wirklich bei jedem für jeden Werbung. Bei YouTube. Oh, so schön nass hier, sieht so geil aus in der 3, meine Fresse. Ich würde gerade sagen, genau. Oh Gott, jetzt bin ich kein deutscher Satz mehr zustande. Bei Twitch läuft dann wirklich bei jedem Werbung, bei YouTube ist halt immer noch wie bei Videos und Zufallsprinzip. Deswegen bei Twitch machst du einfach kurze Pause, wartest, bis die Werbung abgelaufen ist, machst dann weiter deinen Stream. Hier kann ich theoretisch weiter streamen, weil Leute, die keine Werbung sehen, natürlich warten, dass ich wieder laber. Das ist ein bisschen ungünstig. Was mache ich eine Scheiße zusammen? Sobald ich mich darauf konzentriere, was ich sage, kriege ich keine Linie mehr auf der Reihe. Schon mal gut, da werden wir auf jeden Fall höchstwahrscheinlich eine Führung haben, da werden wir höchstwahrscheinlich den Sieg reinholen können, auch zum Beispiel gegen Chris Meek, Rallye-Fahrer, echter auch wirklich der Rallye erfunden, ansonsten den gibt es ja wirklich. So, wir werden halt jetzt wieder aufpassen. Das war schon schön, sehr sehr gute Linie, schön rumgerutscht, so muss es sein. Alter, das, wie gesagt, ey, wenn die Hinterachse einmal rumkommen, dieses asoziale Wegdrehen ist, das merke ich im Controller nicht. Das ist ganz beschissen vom Feedback hier. Wenn ich nicht merke, wann der Wagen weggeht, kann ich natürlich auch nicht drauf reagieren. Nur visuell, wenn du visuell drauf reagierst, ist es schon zu spät. Ach, komm rum. Schon zu spät.
Nein, komm schon. Gut, schaffen wir aber locker. Sehr gut. Sehr schön. So. Haben wir das auch geschafft? Podiumsplatz im allerersten Finale. Du hältst, was du versprichst. Ja, das nächste ist auf das Peugeot-Team sogar gefahren, ne? Und wir holen das hier. So. Ey, das war krank. Die Fans sind begeistert. Umso mehr, wenn sie hören, dass du zum Rambo Blast eingeladen wurdest. Ey, das war krank. Mo, Homie, Alter, das war so ein Flyer-Move, du tighter Boy. Ah, oh, kommt's hoch, sorry. Ah. Oh. Ah, mein Gott, gut. Ja, machen wir direkt weiter mit Brembo Blast, oder? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ein bisschen haben wir noch. Würde ich sagen, gehen wir mal rein. Brembo, ab jetzt. Kannst du Sprachdonations anmachen? Alter, also, wenn der Donation kommt, der selber vorliest. Ich überlege mir das mal bis zum nächsten Stream. Vielleicht. Also, ich finde es leider ein bisschen nervig, weil, ja, das übertönt halt mich, wenn ich rede. Aber können wir mal drüber reden, ob ich das reinpacke. Aber sonst wird hier unten eingeblendet. Ich lese sie ja dann selber nochmal vor. Also dementsprechend hört ihr die ja mit meiner Stimme. Das ist vielleicht sogar geiler. Dann haben wir Rallycross, Landwash. Rallycross, sehr gut. Ich will Rallycross fahren, hab ich Bock drauf. Ich hab Bock, Evo zu fahren. Wir fahren Evo. Brauche ich nicht auf den Ruf achten, ist mir egal. Was hältst du denn von Forza 7? Werden wir in Let's Play sehen? Ich kann euch ja noch nicht sagen, was ich davon halte. Das wäre Sammer jetzt so wenig. Im Sommer soll ja eine Demo kommen, deswegen bin ich mal darauf gespannt. Dann lasse ich mich erstmal beeinflussen. Rennbedingungen vorfinden. Oben in den Rockies fährst du nicht nur gegen die anderen Fahrer, sondern auch gegen Mutter Natur höchstpersönlich. Hüte dich vor vereisten Kurven und behalte deine Topspeed im Auge. So. Wollen wir mal. Es wird auch, denke ich mal, ein Stream geben, wo wir mal ein bisschen ein paar Mobile Games auf dem Handy zocken, weil da habe ich nämlich auch die Möglichkeit. Werden wir mal schauen. Immer die gleichen Autos, ich fahre jetzt Evo. Metro kann ich auch nochmal fahren, keine Sorge, mein Gott. Sollte aber direkt, wenn man sich so schnell angepisst fühlen, wenn du irgendwas anders machst, denn ich zock ich ja. Boah. Ich würde den Focus ja gerne fahren, aber den können wir nicht fahren, weil der DLC halt ist. Habe ich aber, glaube ich, auf PC bei der Kritikwürdigung. Daher könnt ihr auf den Spielstand greifen, dass ich davon so die Freischaltung holt. Dranbleiben. Ja, außenrum, ja, aufs Gas, dranbleiben, ja, guten Tag daher, Evo-Lev fliegen, einmal durch hier, und auch vorbei, Evo zerstört, aber die mit dem Durchjagen kannst du ja geisteskrank, ja, das kann hier ja gar keine Chance gehen, Teil. Vollgas, immer mehr. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen im Handling drin, das ist ganz gut. Der 4, wie gesagt, hat echt deutlich besseres Handling. So, ab geht's, letzte Runde. Mit dem Evo 10 fühlt sich so an, als würde man Dirt 4 spielen, wegen dem Schwierigkeitsgrad. Fliegt genau von vorne weg. Limit. Okay, die Kante habe ich jetzt böse mitgenommen. Das hat aber richtig einen Schlag auf Kurve hingegeben. Nicht gedreht, solange ist alles gut und keine groben Schäden davon mitgenommen. Oh, viel zu schnell. Aber ich komme noch rum, ich komme noch rum. Einfach im Gas bleiben. Und sehr schön, Sieg. Das ist welche Konsole? Ist das Xbox 60 oder PC? Es ist sogar die Xbox 60 Version auf der Xbox One. Also ich spiele auf Xbox One hier gerade. Das ist die. Man kann ja mittlerweile. Ist ja mittlerweile zockbar. Hast du jetzt 24 Stunden Rennen von Le Mans angeschaut? Nee, leider gar nicht. Kam mich das Wochenende leider nicht zu. Habe ich leider komplett verplant, muss ich sagen. War aber anscheinend ansehenswert. Ich werde mir die Highlights, denke ich, mal nochmal reinziehen, auf jeden Fall. Also sonst, ich finde 24 Stunden Rennen zwar immer ganz cool, aber eben aufgrund der Länge bin ich da immer so ein bisschen.
abgeneigt, dieses Verfolgen. Ich bin gerade dem Boss am Telefon. Die Fans verlangen nach dir und DC organisiert ein Event, in dem du dich präsentieren kannst. TS komme ich nachher nicht, da habe ich leider keine Zeit für. Tut mir leid. Und zeigen, dass du der Beste bist. Ah, Drift Showcase, ja. Begeistere die Fans, dann wird dein Ansehen explodieren. Stimmt, die gibt es ja Drift Showcase und Gymkhana gibt es ja hier. Geil. Ja, Drift Showcase, ab geht's. Dies ist eine Drift-Demo. Rase die Strecke entlang, wende an der Markierung und fahr zurück. Dabei musst du driften, so viel du kannst. Deine Fans schauen dir zu, also biete ihnen eine spektakuläre Show. Ja, ich muss sagen, Drift Demo, machen wir mal. Fahren wir mal quer. Ab geht's. Ich glaube, Ford ist vorne, dürfen wir fahren. Was ganz cool ist. Wurdest du schon mal auf der Straße angefangen, ein Fotogramm zu geben? Ja, ab und an passiert das sogar. Ah ne, wir fahren den hier, den Hillclimb Fiesta. Okay, nice. Oder Trailblazer Fiesta. Passiert ab und an mal. Finde ich jetzt, bin ich gar nicht mal so begeistert. Ihr könnt mich gerne ansprechen, das ist gar kein Problem, aber ich bin halt sehr schüchtern. Das dürfte den Leuten auch auffallen. Also Augen auf die Straße und Fuß aufs Gas. So. Der ist geil. Der Wagen ist richtig geil. Guck dir diese Hektik an. Also die Trailblazer-Dinger machen richtig Laune im Spiel. Alter, was eine... Ah, ist das geil, die Karre. Viel zu viel eingeschaltet. Oh Gott, zu viel Winkel. Ah, Baum. Okay, Frontschürze einmal weg. Auch keine Sau. Okay, jetzt machen wir es vielleicht nochmal komplett, ohne so komplett radikal auszurasten wie ein Geisteskranker. What the fuck? Das waren nicht so viele Punkte, wie ich gerne gehabt hätte. Alter, ich hau mich hier jedes Mal weg. Oh, hups, rum und wieder aufs Gas. Und Gott sei Dank haben wir ja genug Leistung, um in kürzester Zeit auf gute Geschwindigkeit zu kommen. Ja, wir fahren ja nochmal zurück. Okay, die 15 Punkte sind ja locker drin. Ich hab gedacht, wir haben nur bis hier oben hin waren. Ich hab das wieder... Nicht mehr im Kopf, man muss sich halt erstmal wieder reinkommen in die Spielmodi. So, haben wir doch. Locker flockig. Bam. Sehr schön. Ging doch. So. Platin-Medaille? Du bist unschlagbar! Denkst du, dass die alten NFS-Abwärtskompatible macht? Mit Sicherheit nicht. Das ist allein wegen lizenztechnischen Sachen. Nein, das kostet viel zu viel. Es lohnt nicht. Wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Da muss ich dich leider enttäuschen. Bam! Ach, sogar Platin, mein Gott. Stimmt, wir haben Platin sogar geschafft, nicht Gold. Ah, siehst du mal. Bei dem Ball, weil Leute fragen, wann kommt das Projekt X oder Projekt Y, Projekt X oder Y kommen dann, wenn ich wieder auf Projekt X oder Y Lust habe. Die kommen, wenn ich Bock drauf habe. Ich zocke die Spiele, auf die ich Lust habe, weil also das aufzunehmen, nur weil ich es wieder bringen will und ich dann keinen Bock drauf habe, bringt keinem was. Das ist dann vom Unterhaltungsgrad eine Katastrophe. Deswegen nimmt das bitte nicht zu übel. Ist ein bisschen wie Rallycross, nur größer und aggressiver. Die Offroad-Kurse sind gespickt mit Sprüngen und Steilkurven und garantieren verrückte, knallharte Rennen. In all diesem Chaos musst du am Steuer von Landrush Trucks mit Landrush. Hat er das wirklich gesagt? Bleib konzentriert und wähle die Ziellinie als Erster. Wir fahren Landrush Trucks. Ich muss sagen, Landrush fand ich bei Dirt 2, also den besten Landrush-Modus hat Dirt 2. Dirt 2 hat immer, oh, nehmen wir den Colin mit Grey Vision. Der beste Landrush-Modus hat immer noch Dirt 2, weil die Fahrzeugauswahl da einfach saugeil war. Muss man, grundsätzlich war die Fahrzeugauswahl angeht, auch dieses Tuning vom Rallye-Fahrzeug zum Rallye-Cross-Fahrzeug zum Trailblazer-Fahrzeug war einfach geil. Also was das angeht, Gameplay-technisch ist Dirt 2 das Nonplusultra, finde ich richtig, richtig geil. So. Wird NFS Payback ein Cockpit-Event halten? Ich glaube, soweit ich weiß, nein. Braucht man aber auch nicht. Need for Speed brauche ich kein Cockpit für.
So, gucken wir mal, wie wir uns damit schlagen. Umdrehen wollte ich den jetzt nicht, ist halt passiert. Ah! Mein Gott, das ist Kontaktsport. Ich muss damit klarkommen. Oh, ja, Kontaktsport. Ich erwähne das nochmal gerne im Zusammenhang, nachdem ich einen Typ in die Mauer geschubst habe. Der ist gerade weg. Sehr schön. Tschüss. Schönes Vierganggetriebe. Ach, wie komme ich? Theoretisch müsste ich fast auf den höchsten Schwierigkeitsgrad mittlerweile stellen. Nur in Rallye kriege ich aufs Maul, sonst komme ich hier gut durch. Und selbst in der letzten Rallye war ich ja auch schnell. Ah, fuck, zu schnell. Ah. Nebenbei, wenn jetzt die Streams kommen, dann immer 2 Stunden meist später, als sie gestreamt worden sind, dann online. Also wenn wir jetzt hier gleich um 15 Uhr fertig sind, ab 16 Uhr könnt ihr euch dann den Stream auf YouTube anschauen. Da gibt es dann die Möglichkeit, das Ganze dann nochmal in die On-Demand-Möglichkeit anzugucken. Wow, wow, wow! Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Scheiß Bodenwellen, ey. Upsala, das war ein bisschen, ja, unabsichtlich. Kann man mal machen, das Ding auf die Seite schmeißen. Ich habe mich dafür überschlagen müssen, aber der konnte sich echt gut halten. So, letzte Runde. Zu weit raus, Kacke. Au, 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 au. Alter, ich leg's aber auch drauf an, die Karre unbedingt wegzuwerfen, ne? Ich hab jetzt aber auch eine Fresse bekommen von mir in der letzten Runde. Oh, ich krieg nicht richtig, aber mach mir jetzt keine Gedanken. So, schön innen durch, sehr gut. Holen wir uns auch hier den Sieg. Sehr schön. Ein wichtiger Schritt Richtung Finale. Weiter so. Das Finale, es war doch nur ein Rennen, oder? Glaube ich. Oder waren es mehrere? Also, wenn ich nicht ganz irre, dürfte es mehrere gewesen sein. So. Hier mal schön Gold abgeräumt. Du wurdest zum Rockstar Transworld Clash eingeladen. Die Saison läuft bis jetzt deutlich besser, als ich je erwartet hätte. Ja, schön, kann man doch gut durch, aber wir haben doch hier noch was frei, oder ne? Hier haben wir noch ein bisschen was zu tun, oder? Genau. Hier haben wir nämlich noch Finale. Oh, Finale Rallye im. Oh, wir haben noch ein Rallye. Wir fahren Rallycross. Scheiß auf Rallye, wir fahren Rallycross. Wir fahren schön Rallycross. So, jetzt fahre ich auch mal den Metro, weil der eine das unbedingt wollte. Bitteschön. Sind wir den auch mal gefahren. Hast du den Golf 2 noch? Ja, im Moment habe ich den noch. Der steht noch bei mir. Wie alt schätzt dein Zuschauer? Relativ junges Publikum, aber das gibt natürlich auch immer Ausnahmen, deswegen ich will ja jetzt keine irgendwelche Zahlen nennen. Ich bin da keinen zu verurteilen und sagen wir mal so, nicht jeder gibt sein Alter unbedingt offiziell richtig bei YouTube an, sind wir mal ehrlich. Die Konkurrenz lauert auf ihre Chance. So, mal gucken, wie der MG geht. Hier im MG Metro. Ja, gut durchgekommen heute schon. Also in der ersten Streamfolge haben wir schon mal ein bisschen was geschafft, würde ich behaupten. Alter, wie Motor da hinten drin zu sehen, ist halt geil. Das sieht halt einfach hart fett aus. Guck mal an, ey, die Aussicht. Ich sag ja nicht oft, aber damn, was ein Booty, ey. Das ist schon. Oh, da kriegt man schon Gedanken bei. Hallo, bitte kuschen, dankeschön. Ah! Außenrum, easy. Und rein. Viel zu schnell rein. Ah, abgefangen. Hab ihn. Ein bisschen Reifenstapel kontaktiert. Kontakt mitgehabt, nicht kontaktiert. Ich hab ihn nicht angerufen. Hey, Herr Reifenstapel, wie geht's dir? Ja, und dann gab's eine ziemlich böse Antwort. Bitte fahren Sie, danke schön. So, zum Außenrum vorbei. Ja, schaffen wir schön. Den Fokus noch. Schön außenrum an der Pfütze vorbei. Dadurch haben wir den Sinn natürlich schneller, weil Wasser natürlich bekanntermaßen abbremst.
Ein schönes MG-Modell hier im Modell. Duell hier an der Spitze. Ja, außenrum, außenrum, außenrum. Bitch, voll am Gas. Tschüss. Oh, fuck, okay, das hat mich gut eingelenkt. Aber Führung können wir erstmal halten. Und das noch schon nach zwei von vier Runden. Kommen wir hier beim Rallycross echt gut durch. Ja, das war geplant. Gut, dass genau das passiert ist. Ja, aber schön. Ach, vorne rechts der Kurvenflüge hat nur ein bisschen Eigenleben. Sonst ist alles super. Sonst ist der Wagen wie in einem Topfzustand, wie geleckt. Ja. Letzte Runde. Schön weiter flügen. Ich überlege, dass ich am Anfang des Streams überhaupt noch nicht im Handy klarkomme, jetzt hier einfach rumballern kann wie Geisteskranker. Ist das schon ziemlich geil. Das war doch jetzt echt Karma, dass das Spiel genau in dem Moment mir die Karre wegwerfen muss, oder? Ich komme echt gut damit klar. Okay, 3, 2, 1 und Dreher. Und Mittelfinger. Na, bleib jetzt hier. Schön am Gas. Schön, also eine Stunde Stream kann man direkt duschen gehen, weil es einfach so warm ist. Egal, ein bisschen Front verloren. Macht nichts. Ich kann meine Techniker und Mechaniker wieder aufbauen. Und sehr schön. Sieg. So muss es laufen. So. Boah, das war. Es ist wirklich. Es ist viel zu warm, um irgendwann aufzunehmen. Ey, Zocken macht keinen Spaß bei den Temperaturen. Das ist der Wahnsinn. Puh. Hammerstufe 12 haben wir mit dabei. Sehr gut. Und ich würde sagen, ein Event machen wir noch zum Abschluss. Irgendwas machen wir jetzt noch als letztes Abschluss-Event für diesen Stream. Was machen wir denn? Kleine Finnland-Rallye oder Monte-Carlo-Rallye. Aber muss ich kaufen. Ach geil, schön, das kann ich gar nicht fahren. Das ist natürlich super. Das war das Finale. Okay, das ist ein weiteres Finale. Okay, wir sind das Finale gerade gefahren. Da würde ich sagen, machen wir zum Abschluss schöne zwei Etappen. Finnland-Rallye noch. Das ist, denke ich mal, ganz gut. Ah, ich sehe gerade, hier ist noch ein Spender reingekommen. Sorry an den Nico, ich habe es gerade echt nicht gesehen. Tut mir leid. Von Nico, danke an Nico. Was waren denn deine Highlights von E3 und EA Play? Es wurde ja jetzt so einiges angekündigt. Ich muss sagen, dieses Jahr bin ich von der. Oh, wir haben zwei Klassen zur Auswahl. Bin ich Chaos. War ich dieses Jahr muss ich von der E3 gar nicht mal so gehypt, muss ich sagen. Highlights waren für mich unter anderem. Das war's. Ja, also Crew 2 muss ich halt sagen, was sie da abfeiern, hätte ich halt nicht mit gerechnet, dass sie da mit den neuen Klassen da ankommen, muss ich echt sagen. Also ich habe nicht gedacht, dass sie mit Flugzeugen und Booten um die Ecke kommen. Fand ich ganz cool. Dann fand ich Anthem von EA und Microsoft ganz cool, muss ich sagen, da habe ich Bock drauf. God of War werde ich mir natürlich auch anschauen, finde ich ganz geil. Rennspieltechnisch, ja, was haben wir noch? Nicht was wie Payback, natürlich bin ich mega hyped für mich, so das Spiel der Messe, aber ich kenne es ja schon länger, deswegen ist es für mich nichts Besonderes gewesen. Battlefront 2 bin ich hyped, muss ich sagen, Battlefront 2 habe ich hart Bock drauf. Ich muss sagen, Anthem, Battlefront 2 und The Crew 2 waren so meine drei Highlights. Die waren für mich so sehr, sehr fett, muss ich sagen. Also die haben schon richtig geflasht. Und natürlich die neue Xbox One X, die ist natürlich auch nicht verkehrt. Die hat natürlich mega geile Power. Ich habe Bock auf das Quad fahren. Ist natürlich mega fett. Wohnst du? Ich habe 25 bis 27 Grad. Ja, Michel, ich draußen auch nur noch, die 28, 29, wir haben auch irgendwie 30 Grad draußen und hier drin ist halt noch mehr. Und deswegen, ja, sterbe ich innerlich gerade ein wenig ab. So. Du bist ein echter Rallye-Könner. Zeig den anderen, warum du der Beste bist. Dann wollen wir dir mal zeigen, dass wir der Beste sind. Schmeiß Escort-Sieger 5 mal in den See. Bin der Beste, der Beste, der Besten, Besten. Nur die Besten schmeißen einen Wagen so sicher ins Wasser. So, Escort ist richtig geil. Escort ist eine richtig geile Kiste. Weißt du, wann Battlefront 2 rausgeht? Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich glaube, der Release-Termin steht schon fest, oder nicht? Einfach mal googeln.
krass, wenn wir vorher Rallycross so gefahren sind, die kamen hier natürlich echt langsam. Aber nicht umso geiler, also Escort ist halt richtig cool. Ist optisch auch richtig fett. So, haben wir den Seher? Ja, nee, ist doch nicht reingeflogen. Ja, ist ein Wunder gewesen, muss man sagen. Viel Glück gehabt. Schön ist bei der 4, die Rallye-Etappen sind wieder länger geworden. Hier sind sie doch teilweise sehr knapp und kurz. Und bei Dirt 4 hast du dann schon ein bisschen mehr zu tun, was ich ganz geil finde, aber auch. Haben wir auch ein bisschen mehr von der echten Rallye. Die sind einfach auch nicht nur 2 Kilometer Etappen. Ich glaube, wir kommen ganz gut durch. Jetzt haben wir auf den nächsten. Boah, war das ein Traumgriff. War voll nicht geplant, aber es hat super hingehauen. Sehr, sehr schick. Aber wir haben auf den nächsten relativ guten Vorsprung. Muss natürlich nichts heißen, der kann natürlich nicht einer der langsamen Fahrer sein, aber so, oh, der Powerslide war halt echt schick. Oh Gott, da ist ja, ja, so viel zum Thema. Dann nehmen wir nicht den See, dann nehmen wir halt den Fluss, ne? Tut's ja auch. Ein See, ein Fluss ist ja auch okay, um die Karre zu versenken. Und bam, sehr gut. Sehr schön. Schönen Vorsprung reingeholt. 2 Sekunden. Das müssen wir jetzt nur noch in der 2. Etappe verteidigen. Dann haben wir das locker drin. Dann haben wir das ohne Probleme. Holen wir uns das. So, Werbung-Kollegen können wir direkt weg. Den sperren wir mal schön. Tschüss. Also wer Werbung macht, der kann direkt mal einen Abgang machen. Hallo? Sperren. Er ist gesperrt. Okay. Weil das müssen wir nicht haben. Wir brauchen hier keine Leute, die Werbung schieben, ne? So. Ja, früher Richard Burns Rally ist richtig geil, aber auch echt hart as fuck. Also ich habe mir ja von Michael da mal Videos angeguckt, weil er hat ja mal eine Serie dazu gemacht. War auch ultra schön anzuschauen. Ich hatte da richtig Bock drauf, immer auf die Videos. Aber ich selber zocken echt, ich krieg da echt, also ich bin da einfach echt zu schlecht für. Wann kommt Underground 2 wieder? Kommt bald wieder, keine Sorge. Aber nee, also für Richard Burns Rally bin ich zu schlecht. Also da gut zu fahren, da muss man schon mal Eier haben. Links 4, links 6. 40, Kuppelsprung voll. Links 4, lang, innen halten, über Kuppel. Rüber da. Rechts 6, mach zu, in 4. So, hier schon rum. Das, ich werde abrupt die scheiß Hinterachse kommen. Das ist nicht spürbar im Handling. Das ist nicht gut. Dann sind bei Dirt 4 Gott sei Dank auch überarbeitet. Der im Moment 0,3 Sekunden Rückstand. Das ist alles voll im Rahmen. Da brauche ich mir noch gar keine Gedanken machen. Und mit dem Schwenker ist das noch okay von der Zeit, ja? Oh, ich habe die Kurve. Ich habe gedacht, die Kurve geht ein bisschen weiter außen lang. Ich habe die ein bisschen falsch eingeschätzt, beziehungsweise ich habe gedacht, die geht enger und ich kann die Karre mehr reinschmeißen. War nicht der Fall. Die war dann doch ein bisschen anders geformt, als ich jetzt erwartet habe. So, jetzt ging es wieder genauso, wie wir es vorhin schon geschafft haben. Sehr gut. So, was sagt die Zwischenzeit? Okay, eine Sekunde Vorsprung, sehr gut. Boah, die Kurve habe ich jetzt viel besser geschafft als im anderen Anlauf, weil wir sind ja schon mal lang gefahren. Wir fahren dann ein bisschen anderen Abschnitt noch zum Ende hin. Ah, sehr schön, die letzten Kurven waren schon volle Kanüle-Risiko, aber ging gut. Ja, gut, hier. Haben wir auch schön Vorsprung reingeholt. Locker gewonnen. Mit diesem Podiumsplatz machst du weiter auf dich aufmerksam. Locker, locker, flockig. So muss das laufen, Leute. So nicht anders. So nicht anders. So, haben wir das auch geschafft. Und ja, morgen geht's dann weiter mit dem nächsten Stream. Hey, Lukas, ja, ich habe die Bosse über deine Fortschritte informiert. Sie sind so begeistert, dass sie dich nach London auf die DC Gymkhana Akademie in Battersea schicken möchten. Du wirst es lieben. Meistere Gymkhana und deinem Ruhm sind keine Grenzen mehr gesetzt. Und sie sollen eine echte Legende als Trainer verpflichtet haben.
ob du mir ein Autogramm besorgen kannst? Genau, auf jeden Fall. Morgen geht's dann weiter mit dem nächsten Daily Noob Stream. Der wird voraussichtlich wieder gegen 14 Uhr sein, wenn er früher sein sollte. Schaut einfach bei YouTube, da wird er geplant drin sein. Ich werde ihn so gegen morgens 9:10 Uhr, werde ich mich da entscheiden. Und dann seht ihr den geplanten Stream und könnt dann sehen, wann es weitergeht. Ich weiß nicht, ob wir morgen direkt wieder Dirt 3 spielen oder was anderes. Wie gesagt, Dirt 3 wird ein Stream, Let's Play, aber das wird nicht jeden Tag kommen, sondern auch was anderes. Aber morgen geht es dann weiter mit dem nächsten Daily Stream. Freitag kommt wieder und wie gesagt, dann am Montag geht das dann weiter. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ihr hoffentlich doch auch. Würde mich sehr freuen. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, lasst gerne einen Daumen oben da. Teilt den Stream oder sonstige Sachen. Alles sehr gerne gesehen. Und damit bin ich raus für diesen heutigen Stream. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben, wie ich da gesagt habe bereits. Ja, und genau. Genießt das schöne Wetter. Ich gehe jetzt erstmal in die Dusche, weil ich bin gerade am Sterben. Dann geht's im nächsten Stream weiter. Tschüss.